Ja, hallo, Drago Trifunovic, mein Name. Ich habe mich für den Studiengang Digital Business an der THM Business School entschieden, habe zuvor meinen Bachelor gemacht an der Goethe-Universität in Frankfurt im Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Für mich wichtig war das jetzt in Bezug auf meinen Master einen praxisrelevanten Studiengang für mich zu finden, der meinen persönlichen Interessen entspricht und auch sehr viele Zukunftsperspektiven bietet. Da wurde ich bislang auf jeden Fall nicht enttäuscht. Gerade im Modul Business Intelligence, wo man wirklich hands-on mit BI-Tools wie Power BI arbeitet, aber auch zum Beispiel SQL, hat mir persönlich enorm weitergeholfen. Gerade auch in Bezug auf meine Werkstudentenstelle bei der Siemens AG im Vertriebscontrolling. Auch das derzeitige Blog-Seminar, was wir bei dem Herrn Madeir haben, nämlich E-Commerce und digitales Marketing, ist wahnsinnig spannend, weil man da auch eben die Möglichkeit hat, HTML, CSS zu erlernen und anhand dieser Kenntnisse eben einen eigenen Online-Shop oder eben eine eigene Website aufzubauen. An Vorkenntnissen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man beispielsweise SQL und auch Kenntnisse in Python mitbringt. Aber ich würde auch sagen, gerade wie in meinem Fall, hatte da nicht gerade viele Vorkenntnisse. Dennoch reichen die Lehrmaterialien vollkommen für aus, um sich da perfekt wirklich auf die Klausur vorzubereiten, um die ganzen Tools, ob es SQL ist oder Power BI, auch wirklich handfest zu erlernen.